Man ist traurig, alles mit Herzblut ist man da am Haus bauen und gestalten. Der Garten ist fertig gewesen und nachher ist das wie eine Wüste. Seit einigen Jahren sind Gebäude vermehrt Naturgefahren ausgesetzt. Ein Beispiel hierfür ist Hagel. Einerseits kommt es vermehrt zu heftigen Hagelereignissen, andererseits ist aber auch die Verletzlichkeit von Gebäuden gestiegen. Die Bauweise in der Schweiz hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Wie steht es mit Ihrem Haus? Durch die Auswahl hagelresistenter Baumaterialien und einigen präventiven Verhaltensmaßnahmen ist es möglich, auch die Widerstandsfähigkeit Ihres Hauses gegen Hagelschäden zu steigern. Heute werden Gebäudefassaden oft mit einem energetisch hocheffizienten verputzten Außendämmsystem und einem Flachdach ohne Vordach gebaut. Durch die klimatischen Einwirkungen werden besonders an den Fassadenverputz große Anforderungen gestellt. Hagelwiderstandsfähigkeit ist nur eine davon. Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl verputzter Außendämmsysteme. Versuche machen aber deutlich, dass es bei den Anbietern erhebliche Unterschiede gibt. Während der eine bereits von kleinen Hagelkörnern beschädigt wird, prallen an einem anderen dagegen sogar größere Hagelkörner ab, ohne Schäden zu verursachen. Das Schweizerische Hagelschutzregister im Internet informiert neutral über den Hagelwiderstand von Baumaterialien und Produkten. Energieeffiziente Gebäude verfügen häufig über große Flächen an Sonnenschutzeinrichtungen, wie beispielsweise Lamellenstoren. Der Test bei Lamellenstoren zeigt deutlich deren Verletzlichkeit, schon bei sehr kleinen Hagelkörnern. Das Spezielle an diesen Einrichtungen ist, dass sie zwar fest mit dem Gebäude verbunden sind, jedoch bei Bedarf aus der Gefahrenzone eingezogen werden können. Oft geschieht das manuell mit einer Kurbel. Bei neuen Gebäuden jedoch ist es weitgehend automatisiert. Per Knopfdruck können alle Sonnenschutzeinrichtungen hochgefahren werden. Das hinter der Sonnenschutzeinrichtung liegende Glas ist um ein Vielfaches widerstandsfähiger gegen Hagel, wie der Test im Labor aufzeigt. Ziehen Sie deshalb bei einem drohenden Unwetter unbedingt die Sonnenschutzeinrichtungen ein. Ein fester Bestandteil moderner Gebäude sind photovoltaische Solarkollektoren für die Gewinnung elektrischer Energie und thermische Solarkollektoren für die Warmwasseraufbereitung. Auch hier gibt es große Unterschiede im Hagelwiderstand. Um energetisch und ökologisch nachhaltige Erfolge zu erzielen, sollten Sie hagelresistente Produkte und Systeme einsetzen. Auskunft gibt auch hierzu das Schweizerische Hagelschutzregister. Wir waren gerade mitten in den Gartenarbeiten von unserem neuen Haus. Die Gärtner waren noch fleissig und wollten noch fotografieren, wo ich in den Himmel schaue und sage, den müsst ihr schön pressieren. Innerhalb Minuten hat sich da etwas zusammengebraut und plötzlich hat es angefangen zu hageln. Ich wollte noch etwas retten. Tisch und Stuhl habe ich gerettet und Gasgrill. Für den hat es nicht mehr gelangt. Wir mussten ins Haus, weil die Körner sind immer grösser geworden. So gross wie ein Tennisball. Und man steht da und ist ohnmächtig, hilflos dem Ganzen gegenüber. Und Pooldecke, Fassaden, Läden, Ziegel sind oben runtergekommen. Nach 10 Minuten war alles fertig. Und dort haben wir dann das Ausmaß von dem ganzen Schaden richtig gesehen, wo wir ums Haus herumgelaufen sind. Und ja, da können wir dann Gedanken, wie würden wir bauen. Nächstes Mal würde ich sicher andere Materialien wählen, die hagelwiderstandsfähig sind. Wir würden uns erkundigen, weil es war ein grosser Schaden bei uns.